Okay, das habe ich schon mal gelesen, dass ihr dann Leute wirklich mehrere Gruppen gegeneinander antreten können und ein bestimmtes Ziel in bestimmten Zeiten mördern müssen oder Wir bestehlen können müssen. solche extremen Maßnahmen verhindern, wenn die Regierung handelt. Wir müssen den Getreidespekulationen Einhalt gebieten Ja, und genau. Höchstpreise festlegen. Mach das Den mal. Export müssen wir ganz verbieten und bessere Speicher bauen, damit weniger verdirbt. Wenn Das nicht, Café erkunden. Ah, okay. Schauen wir uns mal das. Sieht auf jeden Fall geil aus. Trainingsraum. Oh, nett. Oh, ich habe sogar ein eigenes Zimmer. Fein, fein, fein. Bisschen, naja, noch rustikal eingerichtet. Aber ist ja gar nicht so schlimm. Vermächtniszimmer. Ah. Altairs, Enzius, Hagib, sie haben sich gegen ihre Unterdrücker erhoben und ihr Schicksal in die eigene Das Hand ist genommen. schwer. Wenn die Niedersten unter uns so viel Rückgrat haben, wie können wir, die wir Oh, weniger das ist können, heftig. die Ich gucke gerade nicht auf die Nächsten? Namen. Den aus 3. Aus 3 fehlt mir. Und aus Black Flag. Wer sonst hätte Was haben nach wir denn ihnen hier? ausgezahlt wurde, Ja, okay, welches das war Leiden das. verursacht hat, Wie gesagt, weiß ich ich schau nicht. mal hier mal eben rum. Es kam ein Brief für euch. Er liegt in eurer Kammer. Okay, danke sehr. Schauen wir uns mal hier draußen um. Ich glaube, wir haben jetzt nicht so die, ich sag mal, jetzt die übelsten Räume hier aufgedeckt. Vielleicht finde ich sie nochmal durch Zufall. Ja, da hinten ist ein Dieb, da komme ich jetzt nicht hin. Hier ist unsere Küche. Gehen wir mal ein Stockwerk hoch. Aha, kann man da andenken? Hier haben wir Auskunft über Leistung, Einzelmissionen, Pariser Geschichten und Helixrüsse. Genau, die Helixrüsse sind wirklich verdammt gemein. Sammlung ansehen. Ja, die Risse sind so, dass man eine Art Serverwechsel hat, weil wir wieder auf so ein Helix sind. Was man damals so von Abstergo kennt, ist hier diesmal Helix. Und es ist ziemlich interessant, muss ich sagen. Und Wollt ihr abgesehen. kämpfen, Monsieur? Wie bitte? Ein Übungskampf. Ein Assassine muss gut vorbereitet sein. Lautet unser Motto, nicht im Schatten zu arbeiten, unbemerkt zu bleiben und all das? Nennt es einen Ausweichplan. Es ist besser, hier in Sicherheit zu üben, als mit Schlägern auf der Straße zu kämpfen. Oder? Touché. Sollen wir in den Ring? So, mal. Training beginnen. Also, ich spiele mit Xbox-Controller. Ach, mit Xbox, mit PS3-Controller. Und es ist sehr interessant. Luftattentate. Attentat auf dem Dach. Attentat mit Forschung. Verkleiden. Das Verkleiden würde mich interessieren. Das habe ich ja freigeschaltet. Und mal schauen, wie es läuft. Das ist interessant. Wie gesagt, die Ladezeiten sind so extrem. Eine exzellente Vorstellung. Ah. Eine exzellente Ich jetzt Vorstellung. doch hier so. Als ob wir geil nur nach unten drücken. Muss, glaube ich, das Ziel angucken. Und ich glaube, das wird uns noch helfen. Lebt da irgendwo ein Cooldown? Ah, da oben, ich sehe es. Uah. Schade, dass man nicht ranzoomen kann. Jetzt kommen wir mit der schicken
Solche vorbei. Soll ich aufpassen? Diese Technik sollte dir helfen. Mag ich auf jeden Fall gerne diese Funktionen verkleiden. Schon ein bisschen wieder so Science-Fiction-mäßig, aber der Hammer. Also wird auf jeden Fall durch Missionen überwältigen werden. Dass man da ganz einfach durchkommt. Und das ermöglicht uns vielleicht ein einfaches Training. Symbol finden, ja, das weiß ich. Aber ich habe noch da hinten einen Brief, den ich lesen muss oder sollte. Achso, okay, hier sind die Fähigkeiten. Da oben seht ihr Gehilfe Centos. Wir sind jetzt momentan in einer Gruppe gewesen. Oh, bonjour, mademoiselle. Anno Zimmer. Oh, natürlich nice. Brief lesen. Paris, 23. September 1788. Lieber Arnaud, ich hätte nie gedacht, dass Paris so langweilig sein kann. Kannst du dir das vorstellen? Die großartigste Stadt der Welt und ich sitze von morgens bis abends in endlosen Vorlesungen. Es ist schlimmer als in diesem Winter in Straßburg. Erinnerst du dich daran? Es hatte eine Woche lang geschneit, wir konnten das Haus nicht verlassen und alle Bücher in der Bibliothek waren auf Deutsch. Wir haben dem Koch weisgemacht, dass ein alter fränkischer Prinz im Haus spukt und der arme Mann verließ die Küche nur noch mit einem Rosenkranz und einer Bibel in der Hand. Ich vermisse diese Zeiten. Was ich von den Freunden meines Vaters lerne. Nun, ich wünschte, ich könnte dir davon erzählen. Irgendwann vielleicht. Jedoch nicht jetzt und nicht so. Trotzdem, mir fehlen diese Zeiten. Und mein Zuhause. Und du. Wenn Vater das nächste Mal nach Paris kommt, musst du ihn überreden, dich mitzunehmen. Ich verbleibe für immer die deine, Elise. Und damals, gut, der Brief ist ein bisschen älter jetzt schon. Vater ist tot und verbleibende deine Elise ist seine Geliebte. Vielleicht sollte ich Lafreniere nächstes Mal nicht erwähnen. Brief gelesen. Jetzt haben wir noch. Ich würde sagen, wir machen hier unten die Mission, ne? Ach, hier ist das, okay. Zack, 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 zack. Interagieren. Okay, wieder Zeitung. Was natürlich heftig ist, finde ich, dass hier zum Beispiel der Parcours, wenn ich hier halte, einmal abwärts und aufwärts geht und das ist, man kann zu viele Möglichkeiten, man kann ja jetzt auch durch Fenster springen. Ich finde es der Hammer. Ich muss sagen, ich finde es den wirklich der oberste Hammer. Fanatische Fanatiker genannt Lesac des Apôtres sind dabei, Bücher zu verbrennen. Viele seltene Manuskripte sind in Gefahr. Trefft meinen Kontakt am Place Dauphine und rettet, was ihr könnt. Wir werden ihnen hier ein schönes Heim bieten. Machen wir. Mit Kontakt sprechen. Okay. 620 Meter. Das schaffen wir. Das Gute hier ist, an Frankreich und allgemein der Umgebung ist, dass unsere schnellen Ziele mal wieder überdacht sind, wie man eigentlich normal kennt. Aber die Schützen, wenn welche da sind, extrem hart sind, daran zu kommen. Weil die haben immer sich sozusagen ein Backup, dass sie nicht alleine stehen. Oder zwei auf einen Punkt, sondern wirklich gegenüber. Und das hat uns manchmal schon das Leben gekostet. Es ist nicht so einfach mehr. So, jetzt sehen wir mal, dass schnell nach unten gehen. Es geht eigentlich relativ schnell. Ja, macht da andere Moves, als wenn man jetzt, ich sag mal, das aufwärts nimmt. Oder kommen wir jetzt hier irgendwie. Ne, jetzt können wir wieder schneller abwärts nehmen. Zack, zack, zack. Na, jetzt hat er wieder keinen Punkt gefunden. Das ist immer, wenn er so Zwischenpunkten hapert. Na. Mal gucken, ob wir das hier durchkommen. Ja, da ist ein Fenster und gleich durch das Fenster. Durch die nächste Spelunke. Um gleich wieder den Weg weiterzunehmen. Einfach gerade aufs die Dächer. Komm schon. Ah, da wurde jemand ermordet. Das haben wir öfters auch, dass wir einfach Verbrecher
Diebe oder so töten müssen, um unsere Leute zu helfen, aber es ist manchmal, ist man da wirklich zu spät dran. Ist jetzt kein Ausmaß, aber ist dennoch ein bisschen heavy. Gehen wir über die Kirche? Zack. Ich wollte eigentlich anders halt dran. Und durch die Kirche durch. Das hat uns doch, glaube ich, einen Weg erspart. Mit Kontakt sprechen, ja, da wollen wir doch gerade hin. Oh, jetzt haben wir ein riesengroßes Ding vor uns. Shit. Da war jetzt zum Beispiel sowas. Dann enthalten wir uns mal lieber. Oder? Einer von uns oder von denen? Ins Kreuz? So. Ein übereifriger Schwachkopf weniger auf der Straße. Okay, das baut sie vielleicht noch aus. War sehr kurz, muss ich sagen. Aber ist auf jeden Fall ganz geil. Was haben wir denn jetzt hier noch? Wir haben die Berserkerklinge, Phantomklinge. Finde ich interessant. Und wir nehmen die Rauchbomben. Wir haben noch Gierschbomben. Dabei, die machen ein bisschen Schaden. Also wie so ein Knallkörper. Und das reicht schon. Das ist schon. Oh lol, vergisst euch doch. Hey! Muss ich erst rüberkommen und dir das Gesicht einschlagen? Ja. Hey du, ich will mit dir reden. Auf welcher Seite stehst du? Hm? Was wollt ihr von mir? Ich glaube, wir kennen uns nicht. Oh, behaltet. So. Haben wir das gleich mal erledigt. Da ist unser Ziel. Gut, dass ihr hier seid. Sie haben den Großteil von Monsieur de Champs Bibliothek verbrannt. Bitte, rettet, was ihr könnt. Machen wir. Zack, zack. So, wie ihr seht, es hilft uns einigermaßen, da schon durchzukommen. Komm hier rüber! Ich gebe dir meine berühmte Zahnexplosion! Ich will mit dir reden, Bursche! Da müssen wir halt mal einen schnellen Kampf. Boah. Und die hauen viel rein. Du musst drauf achten. Das war viel Ausweichen, musste parieren. Das ist extrem. Und ihr seht, wir haben kein Schwert, sondern wir haben nur unser Gewehr. Und ich finde es eigentlich ganz geil. Das ist wie so eine schwere Waffe. Aber halt dumpf und nicht tödlich. Wir können es tödlich anstellen. Aber ich spiele es auch gerne auf dumpf. Leute können ja gerne wiederkommen. So, jetzt verschwinden wir mal schnell. Das war ganz einfach so. Achso, wenn wir rennen, ist wieder weg. Gold plus 1. Ist das ein Assassin mehr oder was gab's dazu? Hallo Dieb. Was gab's? Bisschen Geld, okay. Nächste Mission würde ich sagen. Wo sind wir denn gerade hier? Wir sind auf der anderen Seite, das heißt, was haben wir hier?